Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Mount Guide Video präsentieren. Heute geht es um ein kleines Rätsel Mount. Und zwar habe ich mir das eben geholt. Das ist einmal Mimirons Sprühdüsen. Und das gibt es in dem Event Geheimnisse von Azeroth zu ergattern. Und dafür müssen wir ja insgesamt 3 Teile holen von dem Mount. Und das am Ende an einer arkanen Schmiede zusammensetzen. Ich werde jetzt in dem Video euch nicht die einzelnen Steps zeigen, wie man auf die verschiedenen Unterpunkte von den Rätseln gekommen ist. Also teilweise sind es 10 kleine Hinweise, die einen wieder zum nächsten Hinweis bringen, über so eine kleine Schnitzeljagd über die ganze Welt verstreut. Wichtig ist, die Items, die ihr am Ende braucht, um es zusammenzusetzen, könnt ihr auch direkt hingehen, ohne diese ganze Schnitzeljagd zu machen. Heißt, ich zeige euch jetzt immer nur die Enddinger, wo ihr quasi hingehen müsst, einfach einen Boss umhauen müsst oder einfach ein Item looten könnt, um euch das Ding zusammenzusetzen. Wenn ihr natürlich die Schnitzeljagd machen wollt, kann ich euch gerne ein WoW-Head verlinken. Da sind diese ganzen einzelnen Stationen drin. Die müsst ihr aber nicht machen. Ihr müsst wirklich nur mal am Ende das eine Item holen, die zusammensetzen an der Schmiede und dann habt ihr das Mount. Also sprich, wir machen jetzt hier im Video die Kurzversion, das Minimum, was ihr machen müsst, um ans Mount zu kommen. Ich denke mal, das ist in dem Sinne der meisten Leute. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein und schauen uns die Teile an. Dann schauen wir uns das erste Rätsel an. Und zwar befinden wir uns jetzt einmal hier im Schlingendorntal. Und zwar ganz unten, auf den östlichen Königreichen ist das. Und dann sind wir hier auf einer Insel. Und dort müssen wir jetzt hier auf die Koordinaten 48, 82. Und hier ist es so, dass wir 3 so Pottiche haben, ne, oder so Schalen. Und jetzt brauchen wir wieder ein Toy. Und zwar ist das einmal die Fackel von Pyrit. Und jetzt gucken wir mal, dass ich euch die einmal zeige. Also Spielzeuge, Fackel von Pyrit. Und die können wir uns freispielen über das, über die Geheimnisse von Azeroth. Und da habe ich auch schon mehrere Videos zu gebastelt, kann ich euch gerne verlinken. So, jetzt brauchen wir 3 Spieler, die diese Fackel haben und dann jeweils zu einem von diesen Schalen gehen und die quasi aktivieren. Und wenn wir insgesamt 3 Stück haben, dann sollte eine Cutsequenz kommen und danach können wir einen Rare umhauen. Heißt, wir müssen uns jetzt halt kurz warten, bis da noch einer am Start ist. So, jetzt geht gerade die Cutsequenz hier los, wie ihr seht. 3 Spieler haben die Fackeln hingehalten und jetzt kommt da so ein Mob an und den müssen wir gleich umbrezeln. Und der soll dann anscheinend das erste Teil droppen. Was hat der an Leben? Ja, doch schon ein bisschen mehr, würde ich mal behaupten. Sodala, ich habe mir den jetzt ein bisschen angeguckt. Der hat schon verschiedenste Fähigkeiten, wo man gucken muss. Einmal hat er so ein Arkanbohrer heißt es. Da verfolgt einem so ein Strahl. Dann gibt es mehrere Flächen, wo man rauslaufen muss. Eigentlich schon ganz witzig. Hoi, jetzt wurde ich da kurz wohin geportet. Der Typ ist gestorben. Und jetzt habe ich das erste Teil rausgekriegt. Erstes Booster-Teil heißt es genauso rum. Und das können wir kombinieren mit ein paar anderen Sachen. Und ja, ich würde sagen, da gucken wir jetzt, wo wir die anderen Geschichten herkriegen. Hier bei dem Rare, ich sag mal so, wenn man einen Tank hat, ist es, glaube ich, nicht von Nachteil. Der haut schon ein bisschen was rein, der Kollege. Dann schauen wir uns das zweite Rätsel an. Und zwar müssen wir dafür in den Teufelswald, also wir sind einmal im Teufelswald, und jetzt hier auf die Koordinaten 50, 26. Und hier soll so ein Wasserelementar, Schleimelementar, irgendwie sowas spawnen. Und bei dem ist es so, dass wir jetzt auch wieder mehrere Spieler brauchen. Wir können da anscheinend dann mit so einem technischen Gerät in dieses Schleimelementar rein. Und dann müssen wir insgesamt mit dem Extra-Button 4 Spieler aufsaugen. Und wenn genug Spieler drin sind, explodiert es und wir kriegen unser Item. So soll das funktionieren. Man kann anscheinend auch halbnah an die anderen Spieler ran und die damit aufsaugen. So soll das auch funktionieren. Aber ich habe jetzt gerade geguckt, sowohl im Warmode On als auch im Warmode Off ist es nicht da. Hier stehen ein Haufen Spieler bei mir aktuell. Es kann sein, dass das eine gewisse Spawnzeit hat. Das vermute ich tatsächlich. So, ich habe jetzt eine Phase gefunden, die nicht verbuggt ist. Und hier haben wir jetzt dieses Wasserelementar. Also es ist anscheinend doch Wasser, kein Schleim. Und jetzt muss der Kollege, der das steuert, uns anscheinend aufsaugen. Also das hat hier jetzt jemand schon. Schleudert halt weg, ne? Der hat halt irgendwie so einen extra Button. Müsste er haben zumindest. Ah, wir müssen in die Nähe, aber nicht rein. Okay. Jetzt ist es kaputt gegangen und wir können es aufsammeln. Also ihr dürft nicht ganz ran, sondern müsst in der Nähe stehen.
dass es euch reinsaugt, ne? Und so funktioniert's. Okay, und das können anscheinend dann alle hier looten, die rumstehen. Anscheinend sind hier verschiedene Phasen buggy. Ich bin jetzt einmal im Warmode rangeflogen und im Warmode off auf meinem Server war beide Phasen buggy, waren ewig viele Leute rumgestanden. Ich habe jetzt im Tool angemeldet, da haben wir, ja, sind Gruppen drin, ne? Und ihr seht, es spawnt auch direkt nach. Also sprich, wenn es nicht da ist, dann ist es verbuggt tatsächlich. Und ja, ihr seht, hier ist dieses Item, was ihr anklicken müsst, dann seid ihr der, der quasi das zum Aufsaugen hat. Ups, wurde ich schon wieder reingesaugt. Genau, also so funktioniert das Ding. So, Dola, dann kommen wir zum dritten Leinenrätsel. Und zwar, naja, ich denke mal, ihr könnt erraten, wo wir sind. Relativ ikonischer Platz. Wir sind einmal in den verwüsteten Landen und dort direkt beim dunklen Portal auf den Koordinaten 54, 52. Und da haben wir das Ding einfach hier rumliegen, wie ihr seht. Das klicken wir einmal an und ihr seht, da haben wir einen relativ langen quasi Loot-Balken. Und sobald der durch ist, müssten wir das Teil haben. So, Dola, da haben wir es eingetütet und jetzt haben wir alle drei Stück und wir benötigen jetzt eine machterfüllte Schmiede, um die zusammenzusetzen. So, Dola, mit unseren drei Teilen müssen wir jetzt einmal nach Waldracken. Und zwar haben wir jetzt in Waldracken hier auf den Koordinaten 36, 62 eine arkane Schmiede. Und ihr seht, da kommt dann ein Timer dran, wo man quasi nächste arkane Störung in 3 Stunden 36 hier. Und die kann man dann ja an gewissen Zeiten dementsprechend einmal ermächtigen. Und wenn die ermächtigt ist, dann könnt ihr hier diese drei Items einsetzen und euer Mount bauen. Die Geschichte ist jetzt, bei der Ermächtigung war es so, dass hier in Waldracken auf der Map lauter so blaue Orbs spawnen. Die muss man quasi anklicken, so ein Item, und das kann man dann einem anderen Spieler zuschmeißen. Der kann es einem wieder zuschmeißen. Man wird halt geslowt, wenn man diese Orb angeklickt hat. Und dann muss man hier 150 so Aufladungen quasi hinbringen und dann wird diese Schmiede aufgeladen und ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, können dann 150 Leute ihr Mount dann damit upgraden, ja, so wie es aussieht. So hundertprozentig bin ich jetzt auch noch nicht dahinter gestiegen, bei mir hat es jetzt zumindest geklappt, dass wir das einmal ermächtigt haben. Dann gab es auch hier eine Heldentat, wenn wir bei dieser Ermächtigung quasi teilnehmen und dann gibt es dementsprechend hier das Mount. Wenn ich ein bisschen mehr drüber weiß, wann die genauen Zeitpunkte sind, dann schreibe ich euch das noch unten in die Kommentare bzw. die Infobox rein. Aktuell weiß ich es leider noch nicht, aber bei mir hat es jetzt hier geklappt am Sonntag um 19 Uhr, dass das ganze Ding hier funktioniert hat. Genau, mehr ist es nicht. Dann haben wir einmal das Mount. Das gucken wir uns jetzt noch an, hätte ich gesagt. Und dann sind wir auch schon durch. Jetzt muss ich bloß nochmal genau schauen, wie das hieß. Naja, gut, ich such's nochmal raus. So, Dola, also ich habe es jetzt rausgesucht und zwar haben wir hier das Mount. Das ist einmal Mimiron Sprühdüsen und ja, hat ein ganz cooles Mount-Special. Können wir hinten unten noch ein bisschen mit so einem kleinen Laser rausschießen. Und ja, scheint auch ein Flugmount zu sein. Ist eine coole Angelegenheit, das Ding. So ein ähnliches Mount hatten wir schon mal, bloß, glaube ich, ein bisschen andere Farbgestaltung. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgefragt, wie das funktioniert mit dem Event hier. Anscheinend kommt das alle 4 Stunden, so wie das aussieht. Und dann müsst ihr halt ein bisschen mithelfen und diese Orbs hier zusammensammeln. Mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Mountfarmen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.